basteln wir eine Windradsonne. Zuerst malen wir zwei Kreise mit einem Teller. Einen großen und einen kleinen Kreis. Den Rand teilen wir in 16 Tortenstücke. Da schneiden wir rein, bis wir am Kreis angekommen sind. Jetzt klicken wir die Ecken so nach vorne. Jetzt sieht die Sonne so aus. Jetzt bekommt die Sonne noch ein schönes Gesicht. Jetzt bauen wir die Windradsonne mit einer Schachtel und einem Spieß zusammen. Jetzt geht's rund. Jetzt basteln wir einen Vogeldrachen. Dafür brauchen wir ein Blatt. Dieses Blatt falten wir einmal zur Mitte. Und jetzt knicken wir die offene Seite von oben rechts nach unten. Und die andere Seite dann auch nochmal nach unten. Und jetzt tackern wir es fest. Hier machen wir ein Loch hinein. Und jetzt knoten wir ein Band zusammen. Jetzt kleben wir noch einen Schnabel und eine Feder dran. Fertig. Und jetzt ab in die Luft.